windows down, pedal to the sneakers, turn up the volume, blow out the speakers, best clothes on, going down on fire, turn the lights off, turn the music higher. I broke free, cast away, won't find me, and now you're never gonna break me down, gonna break me down. This is all I can take, so farewell, 'cause you're never gonna find me now, gonna find me now. Sieht ja echt gruselig aus, ey. Ach so, ich bin schon voll. Okay. Noch ein Schrein. Wen beten die wohl an? Genau das brauche ich. Ich habe gedacht, ich habe hier irgendwas gesehen, so aus einer Axt. Ist total hysterisch. Dieser Anfall bei den Filmaufnahmen war unglaublich. Das ist doch sein Job, oder? Er trägt ja nicht mal was zum eigentlichen Forschungsaspekt dieser Expedition bei. Wenn wir Yamatai gefunden haben und die Kameras laufen, wird er sich beruhigen. Er mag eine Nervensäge sein, aber er weiß, wie man eine Szene anlegt. Ich muss nur meinen Job machen und cool bleiben. Lara weiß es nicht, aber ich habe auch Aufnahmen von ihr gemacht. Ich will, dass sie den Ruhm bekommt, den sie verdient. Und außerdem sieht sie auf Film toll aus. Ein Naturtalent. Wahrscheinlich wird Whitman deswegen noch wahnsinnig vor Eifersucht. Aber wenn er es rauskriegt, sitzen wir schon in der Premiere in Telluride. Tja. Oh, diese Schnupfen macht mich so fertig. Huch. Das ist das, was ich... Ah, nein, ich bin klein. Ah, das ist das, was ich gesehen habe. Ich habe gedacht... Da ist eine Axt oder so, dachte ich. Da kommen wir doch. Der ist tot. Ach, scheiße. Na, wo versteckt er sich denn jetzt? So, das müsste reichen. Mal sehen, ob ich die Axt wieder hinkriege. Was war das? Wo ist es denn? Ich sehe es nicht. Na, wo bist du hingelaufen? Ach nö. Ah.
mein Gott. Ach, komm schon. Huch. Wie der Kopf da so dazwischen liegt. Armes Wolfie. Hallo? Kannst du dich nehmen? Hier will ich jetzt nicht lange, oder? Nee. Da ist die Brücke. Ich wollte jetzt eigentlich keine Facke machen, aber okay. Nee, ich hatte... Was ist das? Ein Buch. Schatz, bitte. Denk nach, bevor du die Papiere einreichst. Ich habe mein letztes Geld in diese Expedition gesteckt, aber ich werde das Zehnfache rausholen. Wenn du dich jetzt scheiden lässt, siehst du davon keinen Cent. Du bist bei mir, seit ich noch ein Niemand war. Du weißt, wie viel ich erreichen kann. Und das kann ich immer noch. Ich bin nur gerade an einem Tiefpunkt, verstehst du? Ich bin hier an etwas dran. Lara, erinnerst du dich? Mein junger Schützling. Sie hat Daten, die ihre Theorien stützen, aber ihr fehlt meine Intelligenz. Die Entdeckung wird meinen Namen tragen. Und es wird mein Gesicht vor den Kameras sein. Wenn alles klappt, wird das ein Riesending. Wenn du mich dann verlassen willst, werde ich zustimmen, versprochen. Aber bitte, warte noch. Jetzt würde diese Schlagzeile meinem Image zu sehr schaden. Bitte. Oh mein Gott. Oh, nur wie eine Buh. Dieser Mann ist bekloppt, ey. Genauso bekloppt wie mein Vater. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Oh, okay. Wo kann ich das denn jetzt machen hier? Ich will... Das wollte ich jetzt nicht. Ah, da unten ist Feuer. Oh, Vater. Verstärken. So, dann können wir ja jetzt... Huch. Okay, er ist weg. Was haben wir denn da? Gar nichts. Alles klar? Soll's losgehen? Kann losgehen, Doktor. Dann leg los! Wieso gehen die da rein? Wir sollten noch warten. Diese Frauenabbildung auf dem Tor. Dem Alter der Symbole nach könnte es die Sonnengöttin sein. Himiko, Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Nun, Himiko hatte zweifellos große Macht. Manche sagen schamanistische, elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Unglaublich! Es ist Himiko! Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara.
Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch sie. Zurück. Wir können ihnen nicht trauen. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie da? Still. Nein! Ich kläre das. Nein! Ah. Nein! Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Was war das denn? Wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr? Тихо! Лара! Начнут вас бухать, мочи! Тут им nichts! Bitte! Тихо! Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? О, не. Напоминаешь мою сестру. Только попробуй рыбнуться. Мочите их! Ist das Russisch? Toll. Deckung. Gehen Sie in... Ja. Hey, bring die Ganz ruhig bleiben. Bin schon dabei. Если эти не захотят сидеть тихо, вали всех. Wie sieht's aus? Ich bin hier, weiter. Da, vor die Schuhe. Oh Gott. Hey, einer sitzt in der Falle. Wir haben sie. Ach nö. Oh, voll in den Hals und ins Bein. Na super. Naja, ich würde jetzt erstmal, auch wenn es hier so spannend ist, erstmal Tschüss sagen, weil die Erkältung macht mich doch schon ein bisschen fertig. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Das war eure Kure und bis da. Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Tomb Raider. Und ich glaube, man merkt sogar, dass es mir besser geht als beim letzten Mal. Wie sieht's aus? Oh Gott. Was mache ich denn jetzt? Nein, scheiße. Ah, ich weiß gar nicht, wo ich lang gehen muss. Das war scheiße. Verdammt. Das fängt ja schon mal gut an, unseren ersten Tod im nullen Part. Wo muss ich denn jetzt hingehen? Soll ich ihn etwa umbringen? Nee, geht ja nicht. Unsere Hände sind gefesselt. Weiter gekommen jetzt. Hey, das Mädchen fehlt. Haltet Ausschau nach ihr. Ja, okay. Ich hoffe, die finden mich hier nicht. Ich hab Angst, dass du mich siehst. Ich da jetzt rein. Oh.
Ich habe immer Angst, dass die uns erwischen. Ich bin voll angespannt hier. Lass меня, не уйдешь. Oh nein. Hey, ты. Oh nee. Ach, Manno, kannst du ja auch weitergehen? Bringt uns jetzt um? Hör auf! Nicht dein Ernst? Ich hab doch F gedrückt. Hey, sie. Oh, zum Glück muss ich nochmal dahin laufen. Ja, ich verstehe kein Wort. Она тоже была порадочной стервой. И зомби. In die Eier. Ha, in den Kopf. Es kommt davon, wenn du uns anbaggerst. Oh, ekelhaft. Nicht schreien, du lockst sonst noch die anderen her. Und so kam Tomb Raider zu ihrer ersten Waffe. Denke ich jedenfalls. Aber Bogen finde ich viel cooler. Kann ich den irgendwie ausnehmen oder so? Nee. Warte mal, was ist denn hier drin? Ah, da können wir nicht rein. Ach nö, müssen wir jetzt weiter so laufen. Wir haben gar nichts zum Nachladen. Was ist denn da? Naja, okay, da müssen wir nicht lang. Was schreien die denn so? Wahrscheinlich haben sie die Leiche entdeckt. Magazin. Ah, meine Güte, ich erschrecke mich hier immer voll. Da ist noch eine. Die ist dahinter. Ist sie tot? Keine Ahnung. Outsider, wir wissen, dass du da bist. Du hast keinen Ausweg. Können wir irgendwie nachladen? Haben wir es jetzt geschafft? Komm. Geht nicht. Also da steht zwar plündern oder auch nicht. Wahrscheinlich die anderen Leichen. So ein bisschen umsehen. Hier ist nur Feuer, Feuer und nochmal Feuer. Was gefunden? Noch nicht.
Sie haben uns gesehen. Ach du Scheiße. Huch. Ich höre gar nichts. Was meinst du? Elektron. Such weiter. In den anderen Händen. Hey! Hey, sind da unten noch mehr? Nein, nichts. Halt die Augen. Geräuschloses Kill. Was? Ich hab's jetzt nicht Hey! Ich muss dich dort töten, komm zurück! Ah, voll. Ich nehme lieber den Bogen erstmal.